Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich in Salzburg im Goldenen Hirsch und ja, da war ich schon mal. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, habe ich mit dem Küchenchef ein Interview gemacht. Der sollte mal oben im i vorbeischauen, denn da verlinke ich euch das Video. Und heute bin ich eingeladen zu einem Charity-Event. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das ist sozusagen das Top-Event in Salzburg und ich bin gespannt, wen ich treffen werde. Aber als allererstes zeige ich euch das Zimmer. Das ist nämlich ein anderes als beim letzten Mal. Ein bisschen moderner, wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zimmer ist, ob das nicht sogar eine Junior-Suite ist, so eine Suite. Weil ihr mich hier seht, Schlafzimmer und Wohnzimmer sozusagen ist getrennt. Also kurze Roomtour. Hier seht ihr dann das Wohnzimmer oder dieser Wohnbereich. Hier geht es dann in den Flur mit einer Ankleide und dann zum Badezimmer mit Badewanne, aber auch eine richtig geile Dusche. Auf die freue ich mich dann morgen früh auch gleich. So, jetzt aber genug. Ich gehe jetzt gleich mal zur Veranstaltung. Aber das ist nicht weit, das ist hier im Hotel. Wir starten jetzt erstmal mit einem kleinen Glas Champagner hier draußen auf der Terrasse. Und drin gibt es gleich Show-Acts und es gibt ein Würstelbuffet, finde ich ja auch mal sehr cool. Langer Abend ging gestern zu Ende, weil wir noch ewig lang getanzt haben auf der Tanzfläche, weil der DJ auch sehr, sehr gut war und draußen auch der Abend recht lange noch warm war. Man durfte relativ lange draußen auch sein. Ich glaube, so bis um 12, 1 waren wir immer noch draußen gestanden und sind erst rein, weil es dann ein bisschen zum Regen angefangen hat und zum Gewittern und dann ging es drinnen weiter. Deswegen habe ich mich auch nicht mehr gemeldet, denn ja, einer der Sponsorenpartner war Moët Hennessy und es gab jede Menge Champagner und dann dachte ich mir, ich sage jetzt nicht gute Nacht, sondern sage lieber heute guten Morgen und war gerade eben super lecker frühstücken. Und aber ich habe das ja alles schon mal erzählt, ich habe das Hotel ja schon mal vorgestellt, guck mal im i nach, da habe ich das Video verlinkt. Und was ich sehr, sehr cool fand, war die Gästemischung. Es war so ein bisschen ein eingespielter Kreis hier. Ich glaube, das sind so die Salzburger High Society, ein paar Gräfinnen, Grafen waren da. Also es war sehr, sehr cool. Und sie waren auch spendabel. Auf dem Event gestern kamen dann tatsächlich 20.000 Euro über Spende zusammen durch die Versteigerung. Und das Eintrittsgeld und das Essen war auch super lecker, so simpel. Es gab da so Gurken, Gin, Shot und dann gab es Bruschetta und dann gab es so Schnitzelsemmelchen, Leberkässemmeln, so ganz kleine, die waren ganz putzig. Und es gab ein Würstelbuffet und dazu jede Menge Champagner. Also es kann sich echt keiner beklagen. Es war ein Hammer-Event und hat super viel Spaß gemacht, auch die Live-Acts. Also es hätte von mir aus auch länger gehen können noch. So, ich werde jetzt noch ein bisschen die Altstadt von Salzburg unsicher machen, ein bisschen Shopping, ein bisschen schlendern. Das Wetter ist wunderschön, die Sonne scheint, es ist auch nicht zu warm durch das Gewitter von gestern. Und check jetzt erstmal aus und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort unten habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt einfach mal ein bisschen durch, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.